Ups. Ja. Ist nur gerade die Frage, wie kommen wir noch mal weiter nach oben? Wahrscheinlich hier durch? Nein. Oder? Na doch, hier durch. Stimmt, da müssen wir jetzt eine Kletteraktion machen. Ups. Da müssen wir nämlich hochklettern hier. Und hier hoch, genau so. Runter da und hier rüber. So, dann landen wir nämlich hier drüben. So war das genau. Mit der Eule können wir noch nichts anfangen. Die war, glaube ich, hier unten, oder? Jo. Zumal wir mit der Eule überhaupt nichts anfangen können, weil hier das hier wohl die falsche Eule ist. Auch wenn hier Symbole auf dem Boden sind. Es muss nämlich die Eule sein, bei der sich der Kopf dreht. Hier was Interessantes zu sehen, außer dass die Animationen nicht weiter laufen. Moment mal, hier gibt es was zu sehen. Fällt mir jetzt gerade auf, da drüben sind Tetris-Blöcke, aber ganz ehrlich, welche sind die richtigen? Wahrscheinlich die, in dessen Richtung die Eule schaut, oder? Ja, hier sind jede Menge Tetris-Blöcke. Also da an den Wänden. Aber selbst wenn ich hochgucke, sehe ich da jede Menge. Sehen die Wände gleich aus? Wiederholt sich da ein Muster? Ja, so ungefähr wiederholt sich da das Muster. Und davon wiederholt sich's nach oben. Hier ist auch nur eine Säule in unterschiedlicher Höhe. Also ja, das langgezogene Tetris-Zeichen gibt es nicht in unserer Auswahl hier. Ich denke aber immer noch, dass es der Ort ist, wo die Eule hinguckt.
Vielleicht, wenn ich hier über die Eule drüber hinweg schaue. Kann ich nicht. Also ja, die Sequenz wiederholt sich immer wieder. Da ist der Block, der Springblock, dann der Tetris-Block, der Tetris-Block, der Tetris-Block, der. Aber da oben sind ja auch welche. Und ja, da oben wiederholt sich's dann. Ist jetzt echt die Frage, wo fängt man an? Welche sind richtig? Weil das ist eine sich ständig wiederholende Sequenz hier. Ich könnte mir die mal aufschreiben. Das wäre springen. Dann wäre das A. Dann nach links. Und ja, das L gibt's gar nicht. Also springen A nach links. Da oben ist noch nach rechts und nach unten. Falsche Tasten. Also da oben zwischen den beiden langen Tetris-Blöcken sind die Symbole für rechts und runter noch. Es könnte natürlich auch Zufall sein und die Blöcke haben nichts zu sagen. Es gibt hier halt einfach keinen Indiz dafür. Ob ich jetzt richtig liege oder nicht. Also ja, ich versuch's einfach mal ein bisschen. Also. Weil das andere, das D zum Beispiel, sehe ich nirgends. Nee. Nee, ich sehe kein D hier. Also das andere Rotating. Da sind nur ein paar Blümchen, die wahrscheinlich nichts zu bedeuten haben. Gut, also springen A links, rechts runter. Das war jetzt falsch. Springen A links, rechts runter. Nee. Hier sind zwar auch Tetris-Blöcke in dem Stein eingezeichnet, aber ob die was bedeuten sollen?
Und von hier aus sehe ich auch nicht irgendwas Besonderes. Oder sehe ich von hier aus irgendwo ein Muster? Nein. Nicht wirklich. Nur das Licht auf die Eule scheint. Achso, ich verstehe. Das da ist dafür da, dass man hochkrabbeln kann. Hey, Moment mal. Einen Moment mal. Wenn ich mir die Symbole an der Eule ansehe. Da, wo Gomm es sogar durchpackt teilweise. Hier ihren Schnabel. Ja gut, das macht es nicht gerade einfacher. Nicht wirklich. Weil hier aus ihrem Schnabel, ihrem Schwanz und so weiter, könnte ich Nummern ableiten. Ups. Also irgendwie eine Reihenfolge ableiten. Das Problem ist, die Nummern sehen halt auch wieder alle gleich aus. Also das hier wäre die 1. Und das hier wäre wahrscheinlich die 2. Hier ihr Schwanz. Das ist eine 3 dann. Und das wäre... Ne, die 4 wäre das nicht. Das wäre schon die... Ach, das ist der 1er Strich und der 4er Strich, das wäre die 5. Da wäre aber auch der 1er und der 4er Strich. Ist halt nur die Frage, auf was wären die Symbole dann bezogen? Ja, danke, Eule, du mich auch. Ich glaube, ich muss doch irgendwann mal dazu greifen, in den Lösungen nachzugucken. So, wir wollten von hier aus weiter nach oben zur Windmühle rüber. Und ich hätte eigentlich auch ganz ehrlich irgendwo ein Portal nehmen können, wäre schneller gegangen. So. Ja. Das ist ein Drehkreuz, ja. Genau, dreh dich mal so. Und jetzt kommen wir hier hoch. Und ja, es wird wieder Abend. Da müsste ich mich eigentlich zum Leuchtturm zurückbegeben, um mir die Sterne anzugucken.
Was steht da geschrieben? Alphabet zeige dich. E. EU. Ja, super. Nee, auf zum Ladebildschirm. So. Das muss ich gerade mal gucken. Ja, da oben steht auch irgendwas geschrieben an dem Hotel da. Sterbe ich? Ja. Ich sterbe wieder. Muss ich da rein? Nein. Da muss ich rein, da ist die Windmühle. So, mal sehen, was ich hier vergessen habe. Ah, da ist eine Eule. Sehr gut. Was mache ich denn? Wo ist die Eule? Sag bloß, die Eule ist weggeflogen. Weil jetzt Tag geworden ist. Hier war ich schon. Ich habe doch irgendwo eine Eule gerade vorhin gesehen. Au. Ganz oben war es nicht. Nein. Tja, was soll ich sagen? Jetzt müssten wir eigentlich hier wirklich warten. Autsch. Oder einfach ein bisschen sterben. Die Flug. Schade, dass es keine Wartentaste gibt in dem Spiel. Das wäre sehr hilfreich. So, spielen wir einfach mal eine Runde König der Welt. Wey, 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 boing. Na, ansonsten ist hier ja nichts und ich will nur mit der Eule reden.
Ja, so muss ich hier ein bisschen vor mich hin dümpeln. Während es wieder Abend wird und hoffentlich die Eule bald wiederkommt. Ah, es wird ja schon wieder Abend. Sehr gut. Autsch. Es müsste ja gleich die Eule bald wieder auftauchen. Und das hier war ein lustiges Secret. Ja, da sind wir hier. Das hier haben wir aber alle schon gemacht. Hey, da hat sie gerade geglitscht, die Eule. Und da kommt die Eule auch schon. Juhu. Hexahedron, Oktahedron, Dodekahedron. Ihre heilige Geometrie. Vielleicht kriegen wir ja von den Eulen gesagt, was wir bei dem anderen Ort machen müssen. Also bei der Eule, wo wir jetzt gerade waren. Ups. Habe ich mich jetzt gerade verbuggt? Ah. So, ich will dahin zurück. Ist die Frage, wie komme ich jetzt am schnellsten wieder zum Leuchtturm? Jetzt bin ich nämlich hier. Nicht indem ich runterfalle. Aber ich glaube über den Weg. Überlebe ich? Ja. Ja, noch eins nach unten, da bin ich schon beim Leuchtturm. So. Autsch. Komme ich so runter? Ja, so komme ich runter. Das war nicht der Leuchtturm, das war der Eulenraum. Ach so. Ach, und es ist schon wieder Tag übrigens. So. Ja, von da aus komme ich. Da muss ich auch nicht wieder hin. So, dann müssen wir hier wieder warten, bis es dunkel wird. Und dann ja weiter. Zurück zum Hub und zu dem Raum, würde ich mal sagen. Obwohl, da können wir gleich hingehen. Ich muss nur gucken, auf welcher Seite der ist. Auf derselben Seite wie die fliegenden Inseln. Also auf dieser Seite hier. Dann dürfte das hier unten sein.
Und ja, hier sind ja auch überall. Ach so, das ist der Raum hier.